So, na, was geht, Leute? Jetzt willkommen zu einer Black Ops Commentary. Und zwar habe ich mir gedacht, dass ich mal ganz genau darauf eingehe, wie ich spiele, was ich eingestellt habe und einfach meinen Spielstil im Großen und Ganzen erkläre, weil normalerweise bestehen meine Videos einfach draus, dass ein Live-Commentary ist meistens, dass ich einfach nur rumrenne und dass ich mich über die Gegner beschwere, über das Spiel oder über die Verbindung. Und da habe ich mir gedacht, ich erkläre jetzt mal genau, wie ich spiele. Ich werde jetzt nicht genau aufs Gameplay eingehen und sagen, ja, das mache ich da, deswegen und bla bla bla. Ich werde genau die Punkte erklären, die eigentlich meinen Spielstil ausmachen und daran erkennt er auch, warum ich das so mache. Und vielleicht ist ganz interessant, weil ich bin ziemlich lange Call of Duty Spieler und ich weiß einigermaßen, was ich mache. Es ist auch nicht wundervoll, was ich hier mache, aber komme ganz gut klar mit meinem Spielstil. Kann auch teilweise ein Tippvideo sein, vielleicht ist es ein Tippvideo. Aber ganz ehrlich, normalerweise habe ich auch was gegen Leute, die Tippvideos machen, weil ich es teilweise richtig billig fände. Aber ich habe nichts gegen Leute, die Tippvideos machen, solang's nicht, weiß ich nicht. Das hier sind die overpowersten Waffen, hier könnt ihr am besten campen, hier könnt ihr euer Headglitchen und über die ganze Map Leute abknallen. Und was habe ich hier noch? Und hier haben wir noch ein paar Tipps von den Amis geklaut. Also, solange es das nicht zutrifft, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn Leute Tippvideos machen. Und dann werde ich nicht mehr nach dem gefragt. Es wird ein bisschen länger werden, weil es geht in 100 Jahren nicht aus, dass ich das hier unterbringe. Deswegen werden es ein paar Teile werden wahrscheinlich, ich will nämlich genau drauf eingehen und nicht so eine halbfertige Scheiße abliefern, wo dann die Hälfte fehlt. Deswegen mehrere Teile. Hier Radiation TDM. Hinten dran dann noch ein Summit TDM, was ein bisschen laggy ist, aber hey, Blame Wanderhaar 2013 mit Hashtag davor natürlich, weil wir hashtaggen alles, weil wir Hipster sind. Gott. Aber hey, ich möchte mal meine Spaß in Wanderhaars Glatze spiegeln sehen. Das wäre großartig. Kommen wir zu den Themen. Ich habe mir hier eine kleine Liste geschrieben, die wir jetzt durchgehen werden, weil mein Hirn für den Arsch ist. Schaut euch das an, Akimbo Python to the Face, und dann geht er in die Walze rein, was mich schwer an Mortal Kombat erinnert, was ich zurzeit auch wieder spiele. Okay, jetzt müssen wir echt anfangen, komm. Was soll das, diese? Wir lenken nicht immer so vom Thema ab. Wir fangen an mit den Voreinstellungen, die ich mir eingestellt habe. Das erstwichtigste, meiner Meinung nach, ist die Empfindlichkeit. Es gibt nicht wirklich die perfekte Empfindlichkeit. Ich spiele bei jedem Call of Duty auf einer anderen Empfindlichkeit. Ich spiele, sagen wir mal, bei. Fangen wir mal von hinten an. Ich glaube, COD 4 ist eine 7er Empfindlichkeit. Dann MW2 ist eine 8er oder 10er. Ich habe World of War nie wirklich so gespielt, das war nur zu meins. Und wenn ich spiele zurzeit, komme ich nur in Cacti-Lobbys, deswegen spiele ich eigentlich gar kein World of War zurzeit. Oder ich habe Level 20 oder Level 30 in World of War, macht man sich's vor. Ich komme einfach zu oft in Cacti-Lobbys und dann habe ich nicht wirklich Bock drauf und es laggt auch oft. Wie wir das jetzt mal über die Bühne gebracht haben. Dann was kommt als nächstes? Black Ops. Spiele zurzeit auf 7, habe es aber auch teilweise auf 5 gehabt. Und jetzt in MW3 zum Beispiel spiele ich auf 10 oder 8. Es ist eigentlich so ziemlich ähnlich wie bei MW2. Es fühlt sich auch gleich an. Nur fühlen sich halt nicht alle Call of Duties gleich an. Zum Beispiel Black Ops und MW3 haben schon einen Unterschied, wie sie sich anfühlen. Macht man sich's vor. Black Ops 2 habe ich sogar teilweise auf 14 gespielt. Habt ihr übrigens den Gegner da gesehen? Ich nicht. Hätte er nicht auf mich geschossen, hätte er nicht gesehen. Das ist dann auch ein Punkt, den wir dann auch noch reinbringen. Ich spiele einfach überall mit einer verschiedenen Empfindlichkeit, mit der ich gerade klarkomme. Es gibt nicht wirklich die perfekte Empfindlichkeit, wo ich denke, hey, der hier spielt mit Empfindlichkeit 10, ich muss auch mit Empfindlichkeit 10 spielen, weil dann kriege ich genauso schöne Spiele oder was. Spielt einfach mit der Empfindlichkeit, mit der ihr wirklich klarkommt, wo ihr noch die Gegner trefft, wo ihr noch schnell genug seid, dass ihr die Gegner trefft. Einfach so eine Mischung aus Schnelligkeit und Präzision ist die perfekte Empfindlichkeit. Mein Gott, das ist so professionell, was ich hier mache. Schaut euch übrigens den großartigen Helikopterschützen her an. Der ist ungefähr 20 Sekunden am Himmel und kriegt sogar einen Kill. Der ist keine 20 Sekunden am Himmel, der ist vielleicht 5 Sekunden am Himmel. Weiter geht's, wo zum Teufel waren wir jetzt? Genau, Empfindlichkeit. Es gibt genauso gut Profis, die mit der 3-Empfindlichkeit spielen und Profis, die mit der 10-Empfindlichkeit spielen. Sucht euch einfach was, mit dem ihr noch präzise seid, aber trotzdem schnell genug seid, dass ihr den Gegner platt macht. Bam! Yes! Wir kommen zum nächsten. Ich spiele auf Taktik, was eigentlich nichts damit zu tun hat, dass ich Dropshot oder irgendwas, weil ich Dropshot nicht mit dem Zeug, was ich zurzeit benutze. Ich sehe keinen Grund drinnen, dass ich. Ich glaube, ihr seht die Waffen, die ich zurzeit benutze. Mit denen Dropshotet man nicht. Ich bin es einfach schon so gewohnt und ich finde es gut mit Taktik. Und wenn es umstellt, dann komme ich gar nicht mehr klar und ich drücke trotzdem auf B zum Messern und dann lege ich mich vor dem Gegner hin und so ein Scheiß. Also das funktioniert sowieso nicht. Und weil ich sowieso eine Panikknife, außer ich renne nur rum mit dem Messer und probiere das im Gegnermesser, nehme ich keinen Standard. Und ich finde es auch gut, dass man sich, dass man ziemlich schnell in Deckung gehen kann, wenn wer auf einen schießt, weil ich probiere auch teilweise, da kommen wir dann zu den Routen dazu, dass ich halt Routen nehme, wo ich schnell in Deckung gehen kann, falls mal irgendwas ist. Aber das sind alles Sachen, es sind so viele Sachen und es, ja, es wird ein bisschen länger, wie gesagt, aber hey. Dann haben wir noch, mir hat vorher wer bei Facebook was geschrieben.
von der Bildschirmgröße her und vom, was weiß ich was, Bildschirmgröße, ich persönlich bevorzuge es, auf einem kleinen Fernseher zu spielen. Ich finde es besser auf einem kleinen Fernseher. Ich habe einen 47 Zoll Fernseher hier und ich habe einen kleinen Fernseher hier, einen wirklich kleinen Fernseher, der auch keine gute Auflösung hat. Aber ich finde es trotzdem besser auf einem kleinen Fernseher, weil man einfach schneller ist. Man muss nicht wirklich den Kopf drehen, damit man irgendwo die Gegner sieht. Man kann einfach schneller spielen. Also ich persönlich bevorzuge es auf einem kleinen Fernseher. Ich finde es da besser. Und noch ein kleiner Tipp, dreht die Helligkeit ein bisschen hoch, weil ihr seht öfters die Gegner nicht, wenn sie wirklich in den dunkelsten Ecken drinnen sitzen. Wie ihr vielleicht vorher bei mir gesehen habt, Helligkeit ein bisschen hochschrauben, dann seht ihr auch die dunkelsten Camper in den dunkelsten Ecken drinnen. Yes! Kommen wir zum nächsten, Waffen. Ich glaube, ich bin zurzeit dafür bekannt, dass ich einfach Schrott benutze. Es ist größtenteils eigentlich Müll, was ich benutze. Teilweise glauben dann wieder die Leute, hey, diese die Waffe ist aber overpowered. Weil es dann im Gameplay wieder so ausschaut, als würde ich übel abgehen mit dem Scheißding. Es liegt einfach daran, dass ich mit schlechten Waffen ziemlich gut umgehen kann. Kann aber mit guten Waffen nicht unbedingt viel besser umgehen als mit schlechten Waffen. Ich finde, Spaß ist keine schlechte Waffe, aber sie zählt sicher nicht zu OP. Man muss einfach richtig mit den Waffen spielen können. Sucht euch eine Waffe, die wirklich zu eurem Spielstil passt. Wenn ihr eher ein Typ seid, sagen wir mal, der langsam vorgeht. Ich gebe jetzt keine Tipps an Camper, das wird nicht passieren. Ihr werdet nie erfahren, wie man richtig spielt, Camper. Guckt mir mal ausschlägen. Aber wenn ihr ein Typ seid, der eher vorsichtig vorgeht, sagen wir mal, dass ihr so vorarbeitet über die Karte, ist wahrscheinlich eher ein Sturmgewehr das Richtige. Oder vielleicht eine Maschinenpistole kommt auf. Natürlich kommen die Waffen auch auf die Map an. Man kann, also Jungle zum Beispiel mit der Olympia ist Kackenscheiße. Oder allgemein mit Schroflinden ist Jungle scheiße. Da haben Sturmgewehre zum Beispiel den Vorteil. Auf Firing Range kann man ganz gut mit Schroflinden umgehen, genauso wie auf Nuketown. Weil es einfach auf. Es kommt auf die Map an, was die richtige Waffe ist, die man benutzen soll. Und nimmt halt Waffen, mit denen ihr auch umgehen könnt. Nur was jetzt auch noch einen Tipp gebe. Rennt nicht immer nur mit den besten Waffen im Spiel rum, weil es gibt so viele Leute, die einfach nur die MSMC oder die PDB jetzt zum Beispiel in Black Ops 2 verwenden. Es ist nicht schlecht, wenn ihr mit sowas umgehen könnt, aber es ist erstens nicht wirklich schwer und zweitens ist es besser, wenn ihr mit schlechten Waffen auch nur umgehen könnt und nicht wirklich nur die Art von Waffen habt, mit denen ihr umgehen könnt. Es ist gut, wenn ihr so eine Vielfalt an Waffen habt, mit denen ihr umgehen könnt. Ich habe jetzt so oft umgehen könnt gesagt, dass ich mir am liebsten umbringen wird. Vielleicht mache ich das dann noch, aber... Einfach die richtige Waffe zum richtigen Zeitpunkt in den richtigen Händen. Man kann mit jeder Waffe ein gutes Gameplay bringen. Egal wie scheiße das Ding ist. Solange man wirklich mit der Waffe umgehen kann. Es ist möglich, dass man mit jeder Waffe gut umgehen kann, sagen wir es mal so. Und ich fände es auch interessanter zum Zuschauen, wenn wir mit Bubu rumrennen. Also hey. Ich glaube, das erste Gameplay ist vorbei, gell? Dann klatsche ich jetzt hier dran. 39-6 übrigens. Ja, ein schönes Team Deathmatch. Dafür, dass mein erster Chopper gar nicht direkt runtergeschossen worden ist und ich hab's gewählt, was einfach lang ist und jetzt kommt noch Summit. Yay, zwei Gameplays am Stück, Dizzy, du bist so gut zu uns. Summit leckt ein bisschen, tut mir leid, aber wie gesagt, Blame Wanderhaar, die Spiegelklatze. Dann, wie gesagt, benutzt einfach die Waffen wirklich, mit denen ihr auch umgehen könnt. Aber benutzt halt nur die Waffen, mit denen ihr umgehen könnt. Außerdem macht's deutlich mehr Spaß, wenn man zum Beispiel mal mit der Executioner rumrennt. Was ich jetzt benutze von den Waffen her, ich benutze schon Waffen, die nicht wirklich gut sind. Das Executioner ist nicht wirklich gut, aber mit der ich trotzdem noch umgehen kann, weil ich einfach einen richtigen Spielstil damit spiele, auf der richtigen Einsatzreichweite rumrennen mit solchen Waffen, wie zum Beispiel mit der Olympia. Ich probiere, dass ich in Reichweiten bleibe, wo ich auch wirklich Kills kriege mit den Waffen, wo ich wirklich einen Vorteil teilweise habe, auch wenn es eine Scheißwaffe ist. Habe ich trotzdem meistens den Vorteil. Deswegen heißt es wieder, das ist der Overpower, der Scheiße. Nein, ich spiele einfach richtig mit den schlechten Waffen. So viel zu den Waffen. Dann, Abschussserien. Benutzt Abschussserien, die ihr auch wirklich erreichen könnt. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ihr spielt Black Ops 2, seid jetzt nicht wirklich gerade der beste Spieler und rennt aber jede Runde Schwarm und Hunde oder so ein Zeug und ihr erreicht die vielleicht, sagen wir mal, alle 10, 20, 30 Runden. Das ist einfach ein verschwendeter Abschussserienplatz. Da hättet ihr viel mehr davon. Es ist keine Schande, niedrige Abschussserien zu benutzen. Ich benutze auch oft niedrige Abschussserien. Jetzt sagen wir mal zum Beispiel, Black Ops 2 renne zurzeit mehr Support und trotzdem mache ich die meisten Kills. Einfach mit Drohne, Konterdrohne oder was. Oder einfach was, was wirklich dem Team hilft und wo ihr trotzdem viele Punkte kriegt. Nehmt einfach die richtigen Abschussserien und nehmt nicht Abschussserien nur, weil ihr euch denkt, boah, das sind hammergeile Abschussserien. Und die dann einfach trotzdem keine Kills kriegen. Zum Beispiel Schwarm ist teilweise nicht wirklich der Bringer in Black Ops 2. Genauso wenig wie Hunde.
Ich finde, dass sie wirklich zu viel genervt worden sind und ich habe viel zu wenig Kills mit dem Zeug gekriegt, dass ich wirklich noch probieren würde, dass ich nicht Schwarm kriege, habe ich nicht wirklich mehr. Sehe wirklich keinen Sinn mehr drinnen. Einfach Abschussserien, die ja wirklich auch jede Runde ein, zwei, dreimal erreicht. Zum Beispiel Drohne konter Drohne Blitzschlag, Drohne konter Drohne Dings, wie heißt das nochmal? What the fuck? Drohne konter Drohne Hellstorm. Das sind zum Beispiel gute Setups. Ihr habt eine Drohne, ihr habt eine Konterdrohne. Konterdrohne ist zum Beispiel eine ziemlich unterschätzte Abschussserie. Also ja, es kommt nicht darauf an, wie hoch die Abschussserien sind. In Black Ops teilweise schon, weil Chopper und Hunde machen ziemlich viel Kills. Aber es kommt dann wirklich darauf an, wie hoch die Abschussserien sind, solange ihr sie erreichen könnt. Bei Gott, wenn er jetzt jede Runde, weiß ich nicht, jede zweite Runde den Schwamm erreicht, können wir gerne nehmen, aber seid realistisch, was ihr wirklich erreicht. Und erst recht, wenn man immer hohe Abschussserien rennt, regt er das Spiel deutlich schneller auf, weil man einfach, weiß ich nicht, weil man einfach dann kurz vor dem Scheiß umgebracht wird und das fuckt dann deutlich mehr ab, als wenn man kurz vor dem Blitzschlag umgebracht wird. Also hey, ich zum Beispiel benutze in Black Ops einfach Sachen. Ich erreiche oft einen Helikopterschützen oder die Hunde, deswegen. Und die machen gut Kills, also findet das eine gute Denks, eine gute, findet das gute Abschussserien, die verwendet. Ich verwende einfach das, was ich gerade fände, das passend ist. Auch teilweise kommt es auch wirklich auf die Maps an. Es ist wirklich auf ein paar Maps. Zum Beispiel bei Plaza habe ich zwei Lone Stars gehabt und habe mit dem Scheiß vielleicht insgesamt 10 Kills gemacht. Es kommt wirklich auch auf die Maps an. Ich stelle aber meine Abschussserien meistens auch nicht vor der Runde um. Außer ihr wollt jetzt wirklich Tryhard reingehen, dann schaut auch, dass die Abschussserien zu der Karte passen. Zum Beispiel Lone Star, Schwarm und das Zeug, wenn ihr das Zeug erreichen könnt, auf Turbine, auch wenn die Map für den Arsch ist, das ist nicht schlecht. Wisst ihr, was ich meine? Dann, was haben wir noch? Dann haben wir noch Spielmodi. Das bringen wir jetzt noch über die Bühne. Spielt einfach, wenn er nur killen wollt, bitte spielt dann auch Spielmodi, bei denen ihr nur killen sollt. Zum Beispiel jetzt, ich will zum Beispiel nur Kills machen zurzeit. Ich spiele eigentlich, habe eigentlich damals richtig viel Herrschaft gespielt, nur ich habe keinen Bock mehr mit random Teams die ganze Zeit mir auf die Flaggen schmeißen, keiner hilft mir beim Positionen einnehmen und das fuckt mir dann einfach nur ab. Deswegen spiele ich nur noch Team Deathmatch oder Abschluss bestätigt, weil ich auch einfach so spiele. Ich bin einfach der Typ, der rumrennt und Kills kriegen will. Wenn wir Herrschaft spielen, klarerweise nehme ich Positionen ein, weil ich bin ziemlich objektiv. Ich probiere, dass wir jede Runde gewinnen. Es ist mir ein Anliegen, aber ich bin sicher nicht schuld, wenn wir es verlieren. Naja, doch, teilweise. Aber, ihr wisst, was ich meine. Spielt nicht Herrschaft und dann rennt nur rum und probiert nur Kills zu kriegen, Alter. Das ist einfach nur billig. Wenn er Herrschaft spielt, dann nimmt auch verdammt nochmal Positionen ein. Wenn er nicht zwei Positionen habt in Herrschaft, dann rennt bitte nicht irgendwo rum oder campt euch irgendwo einen Arsch ab und probiert einfach nur Kills zu kriegen. Mindestens zwei Positionen braucht ein Herrschaft, um wirklich rumrennen zu dürfen und nur Gegner umzubringen. Das ist. Ja, das sind meine Anforderungen. Keine Ahnung. Es ist einfach so. Weil ich habe schon, weiß ich nicht, 100 plus Gameplays gesehen, wo die Leute dann das Spiel verloren haben. Ah, bin da beeindruckt. Ehrlich gesagt nicht. Auch wenn es 100 plus ist, wenn man das Spiel verliert. Wie gesagt, den Spielmodus, der zu eurer Spielweise passt. Wenn ihr ein Typ seid, der viel Positionen einnimmt und so ein Zeug spielt Abschluss bestätigt, weil das hat viel mit Positionen einnehmen zu tun. Spielt Herrschaft oder spielt Stellung oder so ein Zeug, wenn euch das Spaß macht und wenn ihr auch wirklich so spielt. Aber wenn ihr nur Kills kriegen wollt, wie gesagt, ich spiele einfach das, auf was ich gerade Bock habe. Wenn ich killen will, dann spiele ich Team Deathmatch oder Abschluss bestätigt. Black Ops gibt es keinen Abschluss bestätigt, sonst würde ich das dort auch spielen. Weil Abschluss bestätigt einfach zu meiner Spielweise passt. Ich renne viel rum und ich kann auch ohne Probleme die Marken einsammeln. Und man kriegt scheiße schnell Abschussserien und so ein Zeug. Also ich finde es hammer nice. Und ja, ich bin beim Summer Gameplay rausgeflogen, 10 Kills bevor das Spiel vorbei war, während ich hinter einem Gegner gestanden bin. Weil Host Migration war und dann bin ich einfach rausgeflogen. Also es ist hammergeil. Deswegen auch diesmal kein 40 plus Team Deathmatch. 39,6, hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut. Danke, Wanderhaar.